Essen ist. Und dann neigen wir uns alle nach rechts. Nach rechts? Guck mal, beugt das Knie. Das Knie beugen und nach außen schauen. Der Hand hinterher schauen. Okay, und jetzt könnt ihr mal probieren, wenn sich einer nach vorne neigt, ob der andere so ein bisschen warte, raus. Das ist nicht geil, das Gefühl. Ich glaube, du lässt es dann. Du musst einfach nicht nach vorne und drehen. Ich brauche einen starken Jungen. Hier, guck mal. Hey, guck mal. Ausatmen, leicht nach links, schieb den Boden weg. Mal einatmen, auf. Herabschauen nach unten, erinnert ihr euch? Rollt über die Fußzehen zurück in den Vierfüßler, setzt die Fußrücken auf und bringt den Popo zu den Fersen. Sehr schön, das hintere Bein schön weit strecken. Ja. Wenn wir nur eine Dehnung einbauen, wir haben ja ganz viel schon draußen gemacht. Schaut, dass ihr einmal mit der linken Hand euren linken Fuß greift. Ja, das ist so, wir müssen einmal jetzt die Schritte an die Brust und der Ketten so hoch und dann fliegt ihr dann halt einfach so. Den Akrobatik immer noch höher. Ich bin immer oben. Ich kann nicht fliegen, ich kann nicht fliegen. Wir machen jetzt machen kurz was hier drin, dann machen wir das, was wir hier drin gemacht haben, einmal draußen. Okay. Dann setzen wir uns draußen zusammen und besprechen, was wir gestern gesehen haben eigentlich bei den anderen, als wir diesen Tanzspaziergang gemacht haben. Welcher? Ach, den. Ah. Und dann, wenn du den Kopf gerade machst, geht's besser. Und dann gucken wir, wie spät es ist und wie wir weitermachen. Okay? Was super war, ich habe total viele komische Sachen gesehen. Ich habe komische Tiere gesehen, die auf irgendwelchen Steinen rumlungern. Ich habe so Elfenwesen gesehen, die plötzlich durch die Lüfte schweben. Ja, also es kriegt hier in der Natur auch nochmal einen anderen Fokus. Und super, dass ihr so konzentriert wart. Das war auch voll cool, als man so auf dem Stein drauf ist. Ja, genau. Das macht Spaß. Dann. Also wir sind beste Freunde und wollen bald zusammenziehen. Ja, aus der Wohnung. Als erstes würden wir in unsere kleine, aber feine Küche kommen. Niemand will, dass wir zusammen in eine WG ziehen. Meine Mutter sagt, dass Helene viel zu viel schläft. Dabei stimmt, also es stimmt schon, aber wir gleichen uns total aus. Ich bin eine flippige Maus und sie voll der Ruhepol. Zum Schluss käme dann das Highlight und zwar unser riesiger Balkon. Wir wohnen nämlich im 7. Stock und da hat man eine ganz schöne Aussicht. Guck mal, wollen wir den mal auf den Kopf spucken? Ja? Ja? Ich will ja nur noch Fußball. Ja, da spielen wir Fußball. Thank you.
Laura gesagt gerade eben, dass du dort Laura. Ja? Fass mich mal drin, Mann. Es ist so glitschig. Und Mia! Nein. Wir würden das gerne von gestern nochmal aufnehmen. Wir hatten ja gestern einen Kreis, wo jeder was über den Nachbarn gesagt hat und über sich selber. Also ich glaube, ich kann eigentlich ganz gut kreativ sein. Ich mag total gern meinen Mund. Also ich mag meine Haare. Und was ich sehr gerne mag, dass ich ganz viele Narben habe am Körper. Also das heißt ganz viele, aber einige, die mir die Erinnerungen sind oder so. Oder ich mag meine Haare. Ich habe ein schönes Lächeln und meine Augen und ja. Meine Haare, ich an mir mag, dass ich ja, sehr sportlich bin und also dass ich auch echt immer so einen Drang habe nach Bewegung. Mir gefällt, dass ich so lachen kann und Spaß habe. Mir gefällt alles an meinem Körper. Also, ich denke, dass ich ganz schnell offen für Neues bin und auch gut mit Leuten umgehen kann. Meine Haare. Immer meine Augen. Die finde ich eigentlich ganz schön. An mir mag ich ganz gerne, dass ich eigentlich immer ganz gut auch mit Tieren auskomme. Ja, und einfach, ich fühle mich in der Natur und bei Tieren immer sehr wohl. Ich kann auch gut tanzen, auch Alles spielen und ja.